Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 1. Mai. Und sie gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, den Leichnam Jesu, dieweil wir schliefen. Und sie nahmen das Geld. Matthäus 28, Verse 12 bis 15. Es muss schon eine ganz gehörige Geldsumme gewesen sein, die den Soldaten in die Hand gedrückt wurde. Das ist schnell verdient, lachten sie wohl. Nur ein bisschen Schwindeln in einer Sache, die uns sowieso nicht interessiert. Sie wussten nicht, dass sie sich ein Höllenleben erkauft hatten. Die Jünger verkündeten überall: Jesus ist auferstanden. Es wurde ihnen verboten von der Behörde. Aber die Botschaft war nicht aufzuhalten. Da begannen in Jerusalem Verfolgungen. Doch viele, die flohen, trugen die Botschaft ins Land. Und dann erweckte der Auferstandene den Paulus. Der trug die Botschaft bis nach Rom: Jesus ist auferstanden. Jesus wurde Tagesgespräch. Wie oft müssen die Soldaten angehalten worden sein? Ihr wart doch an dem Grab, wie war es denn nun wirklich? Dann werden sie wohl gelacht haben. Ach, dieser Jesus, der ist natürlich tot. Aber dabei zuckten ihre Lippen, denn sie wussten es besser. Das ist ein Höllenleben, wenn man gegen seine Erkenntnis und sein Gewissen leben muss. Ich denke an einen Mann, der mir sagte: Ich glaube alles, was in der Bibel steht, aber meine gesellschaftliche Stellung erlaubt mir nicht, das offen zu bekennen. So leben? Nein. Wenn wir wissen, dass Jesus lebt, dann lasst uns ihm auch angehören und lasst uns unerschrocken sagen, was unser Herz in Jesus fand. Wie hell heben sich gegen diese Soldaten die Jünger Jesu ab. Trotz Verfolgung bekennen sie die Wahrheit. Herr, lass die Wahrheit uns bekennen, die uns froh und frei gemacht. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.